Was? Wo? Hallo, liebe Freunde, hier sind wir wieder bei My Time in Zentral. Und hört sich an, als würden wir hier duschen. Aber oh, es ist nur diese Sanddusche hier. Oh. So, hier sind wir wieder mit Fred und Blümchen und unserem misslungenen Pizzaservice, der pleite gegangen ist, weil keine Sau hier sich für Pizza interessiert in dem Ort. Es ist eine Schande, sage ich einfach nur. Aber gut, was sollen wir machen? Ja, jetzt haben wir hier zumindest ein Außenbadezimmer und Jacuzzi. Das einzige hier im Ort. Haha. Wir sind hier halt hier der Großgrundbesitzer mittlerweile. So sieht's aus. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Relativ viel Kram, ne? Interessant. Wir können noch eine Stahlplatte machen für den. Perfekt. Okay. Gut, wir brauchen wieder ein bisschen Kleingeld. So ist ja nicht. Nase und Kakteen. Ja, wir müssen uns auch mal wieder um unseren kleinen Garten kümmern und das Ding so auch zu Ende bauen. Pama! Schrapp. So, das ist aber nicht der einzige. Wir müssen ja zwei von den Dingern bauen, ne? Ich bin nicht komplett irre. Ja, die Erzraffinerie. Ja, was immer die damit macht, aber gut. Ich meine, zu der passt es thematisch. Was der mit dieser riesen Stahlplatte will, I don't know. Aber gut. So, das müssen wir also die nächste Erzraffinerie bauen. Plöpp. 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 Schrimps. So, fertig. Jawohl. Haben wir das auch? Die wollte auch nur normale Qualität haben, ne? Okay, die booste ich jetzt aber nicht nochmal, die zwei Teile. Das war jetzt auch relativ simpel. Hier kriegen wir nochmal ordentlich Knete. Das ist schon mal ganz. Ja. Ganz gut. Wie stehst du denn da? Guck mal, sie auch wieder festgefahren. Kommt hier nicht mehr raus. Was ist los mit dir? Vogel. Nee, du bist nicht der Vogel. Du bist das Kamel. Hallo? Jetzt hat es den Ausgang gefunden. Mein Gott, wir müssen hier nochmal ein paar Türen extra für Coco einbauen. Weil sie kann nicht über den Zaun fliegen. Why not? Okay, hier sind alle schon im Bettchen, bis auf Macchiato natürlich. Der macht wieder Nachtschicht irgendwo. Keine Ahnung. Der arbeitet wahrscheinlich heimlich irgendwo. Ich weiß es nicht. Ja, so, Zauberspiegel. Okay, Freitag wird es immer wieder ein bisschen. Ein bisschen rough hier, okay. Du hast Langeweile, habe ich irgendwie so das Gefühl. Geh mal ein bisschen sammeln. So, mal gucken. Schnarch. So, bald gibt es einen zweiten Noodles-Doodles hier sozusagen. Also Spielkamerad für Noodles. Schauen wir mal. Also nicht du, Blümchen, sondern ein anderes Jagdmel natürlich. Geht denn immer diese scheiß Tür auf und zu hier? Geräusch nervt irgendwie. So, die beiden sind schön am Pennen, so wie ich es gehört. Normalerweise machen die immer so, hier wird auch, guck mal, unser kleiner Flattermann. Mit dem Gesicht im Boden. Hier ist das Gras wieder weg. Gibt es da irgendeine Regel, wann das Gras kommt und wann nicht? Weiß das irgendjemand? Das ist ein Bullshit hier, also. Entschuldigung, wenn ich dazu sage. Aber mal ist es da, mal nicht. Also, das ist doch. Das ist doch kein Bug mehr. Das ist, weiß ich nicht. Ich wollte einen nerven und sowas. So, gut. Aber egal, ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben unser ewiges Licht hier angemacht. So, Die haben ja schon mal ein kleines Räumchen mit Zeug vollgestellt. Ach, ich habe ja noch irgendeine Kommode, oder? Die passt hier nicht rein. Ja, ist auch zu klein. Hier ist auch immer das Licht an. Sind ja keine Amerikaner, die ständig das Licht anlassen. Könnten es natürlich auch den Jacuzzi hier reinstellen, also die Badewanne, die alte, und hier so ein Badezimmer draus machen. Das wäre natürlich auch möglich. Dann machen wir hier so ein Badezimmer. Das wäre der einzige Sandrock, der eins hat. Müssten wir hier das noch ein bisschen anpassen. Lampe gibt es hier ja auch nicht, obwohl es taghell ist. Warum auch immer. Ja. Was? Ich soll schlafen? Wer braucht den Schlaf? Das ist ja nur Verschwendung von Lebenszeit. Okay, na gut, gehen wir ins Bett. In das Spiel, das so möchte. So, legen wir uns mal kurz hin. So, okay, Collect Machine Goods completed. Das ist schon mal gut. Ach, früher ins Bett, hör auf. So, was kann man denn da eigentlich drauflegen?
ja. Dieses Türgeräusch ist auch total Quatsch. Ja, ups. Und jetzt leuchtet die noch, die Kerze. Okay. Hey, Noodles, Noodles, wie sieht's aus hier? Freust du dich schon auf neuen Spielkameraden hier? Ich krieg überhaupt 2 Jagdmans ernährt hier. Falls ich hier mal es schaffe mit 300 Abonnenten, dann kriegst du hier zur Belohnung, Noodles, noch einen Kameraden dazu oder Kameradin. Was ist denn unser Hobby heute? Hey, Nemo! Aber geht's ja. Holst du dich von Party Animals? Wow, wow! Da verkloppt er ja gerade nebenberuflich andere Spieler. So, auch Horst hat sich schon gemeldet hier. Ja, wir sind wach. Wir sind alle wach. So, 3 Sachen hat er. Die mögen sie ja nicht so gern. Also das haben sie schon drin, was sie am liebsten haben. Okay, dann ist das ja auch gut. So, Flattermann. Vielleicht brauchen wir noch einen Namen. Da müssen wir eine Abstimmung machen, glaube ich. Bevor du hier die Flatter machst, weil du keinen Namen hast. So, wir haben noch irgendwas zu bauen, oder? Was ist das Ding jetzt? Nee, das war aber eine Stahlplatte. Wo ist denn das Ding jetzt, ey? Hier, okay. So. Was will ich denn mit sowas? Naja, ist ja nicht unser Problem. Haben wir irgendwelche Sachen schon noch hier? Okay, Chromstangen, Eisenriegel. Wir brauchen nur einen Stahlrahmen noch. Okay. Hey, Chippy! Du altes Erdmännchen. Screech, screech! So, geh mal ein bisschen buddeln. Ich glaube, da kommen wir an meinen Tisch. Stahlrahmen, da brauche ich noch Kupferschrauben. Ein Stahlrahmen wird mit Kupferschrauben festgehalten. Das hält doch nie. Und Gusseisenstangen. Aber gut, hier hält das. Muss ich mal alles hinterfragen. Kupferschrauben. Okay. Stahlstangen. Warum keine Stahlstangen mehr? Was ist denn hier passiert? Okay. Ist zu viel gebaut oder was? Hallo Rosi. Wie sieht's aus bei dir? Morgen ist schlechtes Wetter. Stahlstangen. So, das ist in der Mache. Ja. Okay. Ist hier noch was Neues? 8000 Magneten für Mabel, was auch immer. Viermal Platte mit Aluminiumlegierung für Owen. Was ist mit dem los? Ist er jetzt von Holz weggekommen? Okay. Und will jetzt Aluminium haben? Ja gut, warum nicht? Dient auch nochmal ein Geld. Können wir alles gut gebrauchen. Ja. Also. Wenn das alles ist, warum nicht? So, gucken wir mal. Wenn wir jetzt den Jacuzzi hier nehmen, kommen wir durch mit dem Ding. Vorsicht! Ich will Anzeige! Achtung! Ui, 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 ui! Komm ich nicht mit rein. So. Flip. wo ist er denn jetzt wieder? Hä? Wieso zählt der nicht als Möbel? Was erzählt denn der? Maschine? Okay. Zusammengesetzt ist. So, passt der hier rein? Irgendwie schon. Okay. Ja, dann können wir jetzt hier unser Badezimmer bauen. Das heißt, wir müssten hier nochmal ein bisschen die Tapeten und Boden so anpassen. Ja, könnte man auch so einen Teppich noch hinlegen. Ja, Spiegel gibt es hier, glaube ich, nicht. Gut, wir haben zwar einen Spiegel da draußen. Ach, oh, man könnte einen bauen, aber. Aber das ist ja nur wieder so einer, der dann durchdreht und die Leute umbringt oder sowas. Und so ein Spiegel. Also. Das möchte man ja eigentlich nicht in seinem Badezimmer. Es sei denn, man ist so ein James Bond-Bösewicht.
Dann gehört das zur Grundausstattung. Irgendeine einsame Insel mit einem geheimen Stützpunkt und dann sowas. Ja. Ultra Mega Spiegel 9000. Gut, da ist ja. Die könnte man sogar bauen. Ja. Warum nicht, ne? Okay. Brauche ich nur einen Schaltkreis für. Oh, was ist hier? Okay. Was ist hier? Von der Seetruppe. Ach, wir haben die Fleischlieferung bekommen. Jups. So, wir können wieder Pizza machen. Auch. Oh, ein falscher Knopf. Das war eine Übung. Achtung. Es funktioniert. Wir haben alles kontrolliert, Blümchen. Alles, musst du keine Sorgen machen. So. Der nächste Sandsturm kann kommen. Ist alles geplant, was ich hier mache. Eine Woche lang Gedanken. So, jetzt gucken wir mal, ob wir noch einen Schaltkreis kriegen. Dann bauen wir mal diesen Spiegel. Warum nicht? Dann müssen wir hier in die Richtung. Nehmen wir uns auch schon. Hier mit Chippy zugange. Macht ihr zwei da? Braucht ihr hier heimlich einen Tunnel? Trainiert für Party-Animals wahrscheinlich, oder? Okay. Ja, gut. Ja. Plöpp, da haben wir unseren Schaltkreis. So, dann können wir hier unser Zeug noch loswerden. Und, guten Crystal, hier noch ein bisschen Kohle aus den Rippen leiern. Ist jetzt der Chef hier, oder? Kann das sein? Herr Venti, sitzt schon so verschüchtert hier. Ich liebe Jagdmannmilch, ich stelle mir die größten Tasten, die sie haben. Gluck, 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 runter mit dem Becher, das macht meine Arbeit viel besser. hat eine Jagdmannmilch irgendwelche Nebenwirkungen? Ich glaube schon, oder? Ja. Okay, nee, ich wollte keine. Diese Aufträge finde ich auch total unnütz. Ja, bitteschön, hier sind deine Erzraffinerien, ganz raffiniert. So, sehr schön. Haben wir noch vier Abzeichen. Hast du noch was zu sagen? Strohköpfe. Ja, die Strohköpfe sind jetzt alle nicht mehr da. Das sollte dir zu denken geben. Nur noch meiner ist hier. Also. Ja. So. Das haben wir. Ja, diese armen Hummeise, die diesen Kaktus sucht, das tut dann schon richtig. Wie sollte ich es erlösen? Ups. Ja. Das ist ja gut geparkt. Oh, Macchiato. Dass du mal wieder hier hingefunden hast. Bin überrascht. So, okay. Hey, Benjo, altes Haus. Du hast eigentlich auch eine Aufgabe, ne? Ja, gut, was macht ihr hier jetzt dann eigentlich? Ist auch egal, ne? Ja, gut. Können wir jetzt hier weitermachen? Und den Stahlrahmen haben wir noch. Wir brauchen noch zwei Kupferschrauben. Und noch ein paar Stangen hier. Da fehlt uns immer noch Stahl. Warum ist denn hier kein Stahl? Dauert aber lang. Auch nichts warum. Kann es alles nicht sein hier. So, da haben wir auch noch mal welche. So, die Dinger sind in der Mache. Gut, gut. So, dann gucken wir mal, was wir hier sonst noch Schönes haben. Wo ist jetzt unser neuer Badezimmerspiegel? Doch der einzige, den es hier gibt, oder? Holzfass. Na gut. Bauen wir den mal. Ups. Ey, ich will hier durch. Hallo. Oh, ups. Ey, Hilfe. Okay. Hallo. So. Schauen wir mal. Was ist denn das? Also was geht der jetzt hier? Ah,
Moment, da ist er. So. Der ist ja doch groß. So, dann haben wir auch jetzt ein Spiel. So. Kann man sonst nichts mehr machen, ne? Ja, gut. Eine gewisse andere Person hat sie in den Wahnsinn getrieben. Bei uns ist es jetzt eher so, ja. Gut, gut. Ein Spiegel haben wir jetzt zumindest schon mal. Und eine Badewanne. Da fehlt nur noch ein schöner Vorleger. Handtuchhalter. Ich glaube, so gibt es hier nicht. Hier schon wieder fest. Ach, die hier. Ja. So, dann haben wir mal wieder einiges abgearbeitet. Oh, wir haben keinen Siegeltuch mehr. Sieht's hier aus? Dauert alles noch. Na gut. Muss ja auch nicht alles sofort fertig sein. Dann können wir Siegeltuch machen. Ja. Gut, ist auch in Arbeit. Dann nehmen wir das mal an. Dann haben wir noch was für Unschuhe. So, ups. Haben wir heute irgendwas? Oh, Mathilde hat Geburtstag. Oh, das ist aber schade, dass ich ihr jetzt nichts schenken kann. Ja. So ein Unglück aber auch. Gut. Dann gucken wir, wann das fertig wird hier. Können wir noch eine machen? Oder was? Auch noch Magnesium-Aluminium-Legierung. Auch noch so viel von. Ne? Kupferbarren macht das Ding dann noch hier. So. Dann haben wir das. Wo haben wir unser Umbaukit hier? Da. Gucken wir mal, was wir jetzt hier drin noch so ändern können. Clock. Hä? Ich will hier nichts anpflanzen. So. Nee, Treppe passt hier nicht hin. Die Wände müssten wir eigentlich hier irgendwie. Was ist. Was will er da jetzt machen? Können die alle Kelche anbringen oder was? Warum das denn? Okay, interessant. Ja, okay. So, den Boden. Da würden sich ja Kacheln anbieten. Ja, so ein bisschen Retro. Wir haben ja auch einen Retro-Spiegel. Oder wie ich sowas hier. Dann sieht so eher nach Küchenfliesen aus. Was ist das hier? Nee. Ja. Sieht schon aus, als wäre hier 12 Jahre nicht mehr geputzt worden. Nee, das ist zu groß. Eigentlich war das gar nicht schlecht. Ja. Das finde ich nicht schlecht. Dann eine Wand. Was können wir da machen? Halleluja, okay. Ju. Schaumatte mit Drogen. Aber so, ja, passt aber nicht so ganz hier zu dem Boden. Das ist ja wirklich sehr bunt. Aber ist zumindest ein bisschen grün drin. Oder Türkis oder so. Oh, ja. Ja. Okay, macht zumindest wach, wenn man morgens ins Bad kommt. Dann wusch. Puh, nee, das, nee. Auch zu 3D-mäßig irgendwie. Das ist
Ah, das finde ich auch wieder sehr rustikal und ein bisschen einengend. Nee. Boah. Nee, da ist irgendwie. Was ist das für ein Muster? Macht es ein bisschen heller irgendwie, ne? Ja, okay, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ein Dach, was können wir da machen? Was zu liegen? Was haben wir denn noch jetzt so aus? Weil das hier. Nee, ja, weiß nicht. Das ist. Ja, wer benutzt das? Jeder schon mal benutzt diese krassen Farben hier? Fürs Dach Ziegelsteine? Okay, wer macht Ziegelsteine an seine Decke? Ich hab jetzt Angst, dass sie runterkommen. Na gut. Nee. Komisch, aber das sind eigentlich auch die Wandmuster. Du kannst aber die jetzt hier nicht an die Decke machen. Das ist nämlich nicht dabei, interessanterweise. Jo. Dann machen wir eine helle Holzdecke, oder? Ja. So. Das Material ändern, also das lassen wir dann. So, dann haben wir unser Bad schon mal so ein bisschen, ja, ein bisschen, auf jeden Fall wirkt es heller jetzt. Obwohl wir ja eh keine Lampe haben und es hell hier ist, aber dann könnte man hier noch, sag mal, eine Uhr hinhängen und noch eine Lampe hinmachen. Spiegel haben wir ja. Und wenn ja jetzt nicht funktioniert, aber ist ja wurscht. Ist eh nur die Optik und unsere alte Badewanne hier. Und am nächsten Regen können wir sie rausstellen, vielleicht füllt die sich sogar. Ja, da kann man ja kein Wasser reinfüllen. So, da haben wir unser Bad ausgebaut. Fried der Klempner. Ja, das kommt auch noch. Demnächst werden wir auch so ein Jump-and-Run-Spiel machen. Nur eine Gusseisenstange. Ja, das dauert aber alles hier, ey. Ja. Fehlt mir nur noch alles. Ja, da fehlt noch einiges. Die Kupferschrauben haben wir jetzt zumindest. Okay, das sind die Sammelsachen. Also wir haben zumindest jetzt einen Auftrag fertig. Dann haben wir hier nochmal Jagdmannrennen. Okay, dann ist das eigentlich auch durch. So, wir können Owen nochmal beglücken. Mit seinen Aluminium-Legierungsgedöns. Siegeltuch. Oh, das dauert auch noch lange. Na gut. Wo läufst du denn wieder rum? Naja, gut. Da ist kein Wasser mehr drin. Folg mir, Blümchen. Was machst du? Okay. Das war jetzt umständlich. Gut. Kommt die KI ins Glühen hier? Ah, elegant. Ne? Komm, die Axt hält. Sehr schön. Hey, Dan B. Hallo. Was macht dein Ehemann? Huch. Dan B ist zu meiner besten Freundin geworden. Na, und wir haben automatisch Serie an. Auch. Naja. In Abwesenheit. Vergiss das, andere Leute zu ändern. Das klappt irgendwie. Klappt eh nicht. Kann ich mir die jetzt eigentlich einen Fokusschub machen? Nee, geht trotzdem nicht. Obwohl. Jetzt Freunde sind. Guckt ihr denn mal so traurig? Und tschüss. Ja. Aber man kann die jetzt daten, wenn ich das richtig gesehen habe. Für so einen Spieleabend. Ja, was da wohl Rian dazu sagt. Hey Owen, das, ja, ist leer, ne? Womit verdient der sein Geld? Hier sind deine, wahrscheinlich schmuggelte das Zeug irgendwie alles. Bitteschön, so, 2000, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben ja kaum noch Geld, aber wir müssen ein bisschen aufpassen. 363.000, Mann, oh Mann. Es zerrinnt ein zwischen den Fingern einfach. Blümchen, du frisst zu viel. Wir müssen da was ändern. Die Sandbären, diese teuren importierten aus China, können wir uns nicht mehr leisten. Oh, die hat jetzt 4000. Ich muss irgendwas aus Versehen gemacht haben. Das war sonst immer 3000 und. Okay, ich denke mal, es wird knapp, aber wir schaffen es diesen Monat. Ja, na gut.
Hier gibt es auch nichts Neues. Naja, das erinnern sie auch nicht. Gut, dann hat sich das hier mit dem Gebäude. Können wir eigentlich auch vermieten, das Garage oder sowas. Ich weiß nicht, wie dann noch immer jemand wiederkommt. Hey, Jasmine! Ich, mit dir spiele ich am liebsten. Ich wünschte, alle wären so cool wie du. Ja, das, Dankeschön, das geht ja runter wie Öl. Komm, also. Das ist ein wahres Kind. Hier kriegst du eine Jacke. Oh, what a gift. Da waren die Katzen. Ah ja. So, was haben wir denn hier noch Interessantes? Einen eleganten Kitty-Helm. Aha. Und elegante Kitty-Boots. Die haben 46. Aha. Okay. Interessant. Wir müssen es verkaufen. Also die Dinger da. Hm. Ich glaube, die Mütze brauchen wir nicht mehr als Pizza ausliefern. Das hat sich erledigt. Und so, was hat denn unsere Ausrüstung hier eigentlich? Die zählt jetzt nicht. Die hat Kitty Helm 45. Jetzt, was die hat, ist aber noch besser als was ich habe hier. Okay. Kitty Boots, wir haben Gegenstandsniveau 48, wenn wir es aber auch geboostet haben. 14 um 28. Ja, die kann man nochmal boosten. Dann kann man sogar noch mehr raus, als das hier haben wahrscheinlich. Die sind gar nicht mal so schlecht hier, die Dinger. Nicht, dass ich jetzt unbedingt bräuchte, aber nice. Wie verkauft ihr mal was höherwertigeres hier? Kommt ja auch nicht oft vor. Uiuiui, so Lämpchen. Schwupp. So. Haben wir es mal wieder geschafft. Ja, ist wieder einer in den Jackmüllkacker getreten. Das passiert nun mal hier auf dem Land, so ist das. Upsi. Apropos, wo ist denn eigentlich Cooper? Apropos. Hey Cooper, du alter Rübenbauer. Glaubst du, dass er sie weniger von mir hält, weil ich nicht gut lesen kann? Nein, bestimmt nicht. Freya. Die Stelle Tochter. Apropos, siehst du nicht eigentlich? Ich habe die noch gar nicht abgekunscht heute. Das steht immer auf dem Plan zum Abhaken. Wir sehen ja romantisch. So, tja, wo ist die wohl? Puh, unser Romantikbarometer schlägt jetzt hier nicht. Auch hier ist die. Pablo. Hm. Richtung Marktplatz. Gut, die werden wir uns jetzt nochmal schnappen. Hey Justice, hallo Justice, goodbye Justice, ja, okay. Oh, da rennt sie, okay. Oh, zu früh gebremst, jetzt muss ich laufen, okay. Halt sie, halt, ups. Was ist hier los? Ich würde gerne etwas Zuckersüßes sagen, aber ich käme mir so blöd vor, wenn ich das sagen würde. Ich glaube, das ist nicht die Art, wie wir miteinander sprechen. Süßer. Ach, ich weiß schon, du weißt schon, was ich meine. Okay, Schnunzelchen, dann wollen wir mal. Habe ich heute was für dich? Ja, das mit dem Kleierköder, keine Ahnung. Genau, man kann nie genug zum Angeln haben. So, Schnunzelchen. Wollen wir uns mal wieder. Jetzt hier vor allen Leuten machen wir mal nur noch Umarmung. Ich sehe keinen Sau, okay. Hey, Coop, der. Der war doch eben hier schon. Ja, keine Ahnung. Langsam kriege ich einen Krampf. Okay, wir müssen aufhören. Ah, was? War wieder wunderbar. So, Blümchen, auf geht's. Zurück in unser neues Badezimmer. Wir müssen weiterbauen. Huch. Entschuldigung. Hey, Scully, jetzt macht ihr skandalöse Versuchen. Was? Du hast so einen cleveren Kopf auf deinen Schultern, Fred. Weißt du, wenn du in das Alter kommst, in dem du als Baumeister in den Ruhestand gehen kannst, wird Sandbrock wahrscheinlich einen neuen Bürgermeister brauchen. Nur mal so zum Nachdenken. Ja, wer soll das sein? So long, Partner. Keine Ahnung. Ja. Pablo. I don't know. Ich kann es bestimmt nicht. Bin ich wahnsinnig. Okay. So alt werde ich überhaupt nicht hier. So. Mit dem Schlafmangel hier werden wir sowieso nicht älter, aber. Schrapp. So, mal gucken. Danke, Arto. Geh sammeln. So, auf Wiedersehen. Ja,
auf dem Benjo. Miau. So, du, gehen wir auch was machen, der mir ein bisschen was Nützliches tut. Mensch, Kinder. So. Stahlrahmen ist hier auch noch nicht fertig. Das ist also eine Schlamperei. Okay. Und immer noch keine. Was brauchen die Dinger denn? So, jetzt können wir noch diese alten Stangen bauen. Endlich. So, das haben wir dann schon mal. Dann geht das hier weiter. Siegeltuch dauert noch was. Okay. Gut. So, Moment. Das Ding braucht noch eine Weile. Okay. Jetzt noch, kann man nicht irgendeinen kleinen Teppich, den man hier... Den hier, ne? Könnte man den in unser kleines Badezimmer legen? Gucken wir mal. Dann macht man das noch. Ich glaube, wir haben noch irgendeinen kleinen Hocker oder sowas, ne? Im Repertoire. Einfacher Holzstuhl, der einfache Hocker hier. Den könnte man noch so zum Hinsetzen im Bad nehmen. Bleistift. So ein Stuhl, ein bisschen übertrieben. Tischuhr. Die sieht eigentlich ziemlich groß aus. Die auf Tischen oder Schreibtischen platziert werden können. Sieht aus wie eine Standuhr. Habe ich die schon mal gemacht? Hartholzdielen. Ja. Können wir mal einen Angriff nehmen hier. Hartholzdielen haben wir keine mehr. Nehmen wir auch kein Hartholz mehr. Gut, das werden wir uns noch besorgen. Die eine oder andere Sache. So, da basteln wir unser neues Badezimmer auf jeden Fall. So, dann müssen wir auch mal gucken, ob wir unsere Gelände mal vergrößern und das Haus. Wenn Alsi einzieht, dann braucht die ihre 18 Zimmer zum Umziehen und so. Und ja, und dann gucken wir mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ahoi. Bye, bye.